Hey Leute und damit willkommen zurück zu Return of the Hylian. Es geht wieder weiter und wir haben hier in diesem wunderschönen Spiel jetzt tatsächlich richtig schön abgesahnt schon. Schaut euch mal unser Inventar an, richtig toll. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind 8 Herzteile. Die müssen wir noch irgendwo finden und dann können wir das Spiel auch beenden. Frage ist nur, wo finden wir diese Herzteile? Das ist die Frage der Fragen. Allerdings habe ich schon ein paar Antworten. Ein paar kleine Theorien, aber es gibt auch noch viele, die mir verborgen sind, viele Herzteile. Und dementsprechend wird das auch gar nicht so leicht werden, wie wir das uns alles alle denken. Auf jeden Fall, hier müsste ich erstmal mit einem... Da drüben waren wir auch noch nicht, oder? Nee, das ist mir auch unbekannt. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal das allererste, bevor wir irgendwas anderes machen... Brauchen wir oder müssen wir zurück zum Dark Temple? Wir müssen da nochmal durchgehen. Leider Gottes. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und der hier, warte mal, der müsste uns auch noch ein paar Gegner geben, oder? Hallo? Nimm dieses Geschenk. Was? Ich habe keine Geschenke mehr für dich. Okay, dann haben wir jetzt alle Monster. Da fehlt noch einer. Was fehlt denn da noch? Was fehlt da noch für ein Monster? Irgendwo fehlt noch was. Aber wir haben schon mal ein Herzteil weniger, was wir finden müssen. Das gefällt mir gut. Ich weiß auch, wo das nächste schon lauert. Bam, bam. So, und zwar hier unten können wir einfach den hier machen. Und kriegen ein weiteres Herzfragment. Dann da hinten wird es auch noch eins geben. Weiß gar nicht, kommen wir da auf die Schnelle jetzt einfach hin? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube, das bedarf eines größeren Umweges. Deswegen, ich gehe nochmal ganz kurz in den Schattentempel. Ja, jetzt wird es nochmal ein bisschen schwierig, ne, die letzten Herzteile aufzusuchen. Aber irgendwo müssen sie ja sein. Du? Nix verstehen. Die Lady. Ba, 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 ba. Ey, wer bist denn du? Normalerweise kommen keine Touristen hierher. Heute Frieden in Hyrule wieder einzog und die Lichtwelt mit dem goldenen Land wieder vereinigt war. Hat Zelda heimlich einige Geister dieser Stadt zu errichten, um den Zugang zu einem sehr wertvollen Objekt zu blockieren. Ah ja, das hat man ja schon. Da, 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 da. So, jetzt müssen wir erstmal in den Dungeon nochmal kurz rein. So blöd das auch ist. Aber ich glaube, das geht relativ schnell. Vor allem, da wir jetzt ziemlich stark sind. Ba, 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 ba. Wir kriegen kaum noch Schaden, wir hauen richtig auf den Putz. Sollte sogar super schnell gehen. Oh, nein, nicht das. Das wäre fast schief gegangen. So, jetzt sind wir hier wieder. Zack, zack. Weg damit. Und dann müssen wir einmal hier rüber, bitte. So, dann können wir uns hier das hier kaputt machen. Können uns dann hier rüberziehen. Ach nee, können wir noch nicht, oder? Was ist den hier? Das ist eigentlich ziemlich mies hier. Zack. Und dann hier rüber. Und dann hier irgendwo rüber. Genau. Und ein Herzfragment gefunden. Deine Herzanzahl hat sich gerade erhöht. So. Jetzt ist die Frage. Wie kommen wir denn eigentlich wieder weg hier? Zack.
Aber wir können uns auch hier rüberziehen. Und hier waren wir doch auch noch nicht, oder? Wo kommen wir denn hier hin? Level 1. Ach so, das ist der Wald. Ach komm. Ach so. Das ist auch ein Ausgang. Da gab es wahrscheinlich auch mal ein Herzteil oder so. Ha? So, warte. Zack. Genau, und hier konnte man ja wieder darüber. Alles klar. So, die Frage ist jetzt wirklich, haben wir denn jetzt alle Herzen gesammelt? Oder fehlen noch irgendwo welche? Nee, es muss noch Herzen geben. Es muss noch 3 Herzen geben. 4 Herzen. Ich weiß auf jeden Fall, wo 1 ist. Dann hört es auch langsam wieder auf bei mir. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ah, doch, ich habe noch Ideen, wo wir hin können. Warte. Ich habe sogar noch 2 im Kopf oder vielleicht sogar 3. Uno Momento. Wir ziehen uns mal ganz kurz hier rüber. Und hier müssen wir auf jeden Fall hin. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Das müssen wir jetzt mal ausfindig machen. Bam, 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 bam. Ich mach mal dauerhaftes Rennen an gerade. So, warte mal, wir müssen hier hin. Hier müssen wir hin. Und von da aus müssen wir da hin. Genau, genau, genau. Also müssen wir jetzt doch nochmal dahin. So, doch mal in den Dungeon rein kurz. Habe ich so oft Käse gemacht jetzt mit dem Dungeon? Gibt's ja gar nicht. Naja. Komm her. Hauptsache, wir bekommen endlich alle Herzteile. Hier müssen wir lang, glaube ich, ne? Richtig nice, wie wir die einfach wegklatschen. Richtig cool. Komm her, du Sock. 2 Hits. Nix da. So. Und noch eins runter und dann nach links. Und dann haben wir hier auch schon den Ausgang. So, jetzt aber mal ein bisschen aufpassen. Zack. Zack. Dann hier rüber. Wieso habe ich das nie geschafft? Wieso bin ich immer zu blöd gewesen, hier lang zu gehen? Ich weiß es nicht. Ba, 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 ba. Auf jeden Fall müssten wir jetzt hier zu einem weiteren Herzteil kommen. So. Cool. Haben wir das schon mal. Wie komme ich jetzt hier wieder runter, ist die Frage. Ah ja, hier. Gut, dann haben wir das. Hier kommen wir nicht. Hier haben wir nichts weiter, glaube ich. Ich wüsste zumindest nicht, dass hier noch was gewesen wäre. Habt ihr noch irgendwelche Herzteile im Blick? Ich renne hier nochmal kurz durch. Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr weiter. Es fehlen aber noch 3 Stück. Ich weiß, wo 1 noch ist, ganz sicher. Aber dann hört es halt auch auf. Habe ich das hier oben schon? Oh, das habe ich auch noch nicht. LOL! Okay, dann fehlt noch 1. 1, was ich nicht im Sinn habe gerade. Miau. Ba, 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 ba. Hier oben war ja auch nichts mehr, glaube ich. Wo ist das letzte Herzteil? Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Hier war, glaube ich, auch nichts weiter mehr, oder? War hier noch irgendwo was Ersichtliches? Sieht mir erstmal nicht danach aus. Hier auch nicht. Tausende Geheimnisse, ey. Also die Herzteile sind im Endeffekt doch ganz gut versteckt gewesen. Es gibt auch viele, die einfach sind. Sehr, sehr einfach sogar. Aber genauso viele, die super schwer sind und ja.
eine absolute Herausforderung für jeden Zelda-Spieler. So. Hauen wir erstmal den hier weg. Zwei Hits für einen Leune, auf jeden Fall geil. So, vielleicht haben wir hier irgendwo Glück und finden auch hier noch ein geheimes Herzteil. Auf jeden Fall müssen wir erstmal hier. Und dann einmal rüberziehen. Hier gibt es auf jeden Fall das erste Herzteil. Und wir müssen hier auch nichts hochheben, sondern das hätten wir uns auch vorher schon holen können. Es ist einfach nur ein bisschen gemein versteckt. Aber eigentlich hätte ich mir denken können, dass das in etwa so ist. Und zwar kann man hier hinten einfach lang gehen. Hier sind halt nur so unsichtbare Dinger noch. Voll gemein. Warte mal, hier war doch auch... War das nicht hier auch so? Warte mal, ist hier was anderes? Muss ich das hochheben? Warte mal, was war denn da? Ah, okay, hier ist noch ein Stein. Richtig gemein. Okay, ein neues Herzfragment und da fehlt nur noch eins. Das ist jetzt halt die geheime letzte Frage. Wo ist das letzte Herzfragment? Eins noch, Leute, eins noch. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es stecken. Ich weiß nicht, ob es hier in der Nähe ist. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne in nächster Zeit finden. Wahrscheinlich ist es auch noch irgendein ganz einfaches Herzfragment, was ich nur gar nicht auf dem Schirm habe. Da drüben war nichts weiter, glaube ich. Der Kumpel. Aua. Aber Schaden von den Leunen hält sich auf jeden Fall auch mega in Grenzen jetzt. Und hier war noch ein Fee, glaube ich, ne? War da eine Fee drin? Bin gerade unsicher. Ja, mit der halben Magieanzeige, stimmt. Wo ist das letzte Herzteil? Das muss doch hier irgendwo sein. Lass mal überlegen. Könnte da noch ein Herzteil sein? Wo waren wir denn lange nicht? Ich werde nochmal den Fluss abschwimmen. Vielleicht ist ja hier irgendwo noch was Geheimnisvolles versteckt. In der Höhle hat man, glaube ich, auch nichts mehr weiter, oder? Oder die Brücke kann ich auch nicht schwimmen. Hier sollte auch nichts mehr weiter sein. Im Schattendorf, weiß ich nicht, ob es da noch irgendwas gibt. Haben wir im Schattendorf irgendwas übersehen? Ich gehe mal gucken. Ein Herzteil noch, Leute. Komm schon. Einfach nochmal alles hochheben. Alles auseinandernehmen. Irgendwo muss das letzte Herzteil versteckt sein. Wir haben es soweit geschafft. Ja gut, wäre schon sinnlos, wenn das hier wäre. Und du? Alle Bewohner der Sorbe sind Geister, die Prinzessin Zelda Anweisungen treu befolgen. Okay. Wo ist Prinzessin Zelda eigentlich? Was ist mit der passiert, als wir sie befreit haben? Das wissen wir auch nicht so genau. Oder könnte es sein, dass wir doch noch ein paar Monster sehen müssen? Der blaue Zaubertrank für 160 Rubine. Komm, nehmen wir mit. Habe ich keine leere Flasche mehr? Achso, ich habe noch den roten Trank, den einen, ne? Ah, die Musik. Ich liebe das. Diese neue Musik mit dem alten Spiel. Voll cool. Also, so neu ist die Musik auch nicht, aber... Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ba-b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 a
Das hat man ja schon gewonnen, ne? Ja, das haben wir gewonnen. Oder? Hat er noch eins? Ich habe leider keinen Preis mehr. Sehr schön. Zum Glück. Im Endeffekt ist irgendwo ganz simpel versteckt. Ganz simpel ist es bestimmt irgendwo versteckt und ich weiß nicht wo. Oder wir müssen doch noch alle Monster einsammeln. Vielleicht gibt es da doch noch irgendwie eine Klausel, dass wenn man alle Monster hat, dann doch noch ein Herzteil bekommt. Ich weiß es nicht. Ich finde zumindest nichts mehr. Und würde mich dementsprechend vielleicht jetzt nochmal kurz erkundigen, würde nochmal einen Cut reinhauen. Und dass wir uns gleich wiedersehen. Beim letzten Herzteil. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Hier nochmal ganz kurz hier gucken. Ich glaube, hier hatte ich auch nichts mehr gesehen. Ich wüsste zumindest nicht, dass hier irgendwo noch was gewesen wäre. Keine Ahnung. Okay, wir machen das mal so. Bis gleich, Leute. So, Leute. Okay, ich bin da nochmal ganz kurz und ich versuche nochmal ganz kurz was. Ich denke nämlich, ich habe herausgefunden, was uns noch fehlt. Und das ist ziemlich gemein, muss ich sagen. Es ist doch noch ein Monster, was wir nicht haben. Und zwar haben wir noch nie so einen Zora gekillt, der hier so rumrennt. Deswegen würde ich das jetzt mal kurz versuchen. So, warte. Nicht ins Wasser. So, kann sein, dass ich hier totalen Mist laber. Aber vielleicht ist es auch wirklich. So, haben wir den auf jeden Fall. Und Monster, ne? Dann haben wir den. Und hier fehlt uns aber noch ein Boss. Ich schätze mal, das ist Ganon. Kann aber sein, dass wir da... Ich weiß nicht, ob wir Ganon killen müssen. Wir können doch Ganon nicht killen, bevor wir... Oder? Ich weiß halt nicht, ob der damit reinzählt. Das ist halt die Frage. Tut mir leid, aber ich habe keine Geschenke mehr für dich. Ja, aber eigentlich ist doch... Brauche ich doch noch ein Geschenk, oder? Es muss ja Ganon sein, den ich noch töten muss. Das ist ja die Sache. Oder ihn gesehen haben? Nee, kann ja auch nicht sein. Es ist auf jeden Fall ein letztes Herzteil. Oder gehört das nicht dazu? Ich weiß es nicht. Aber es ist eigentlich... Hier fehlt noch ein Monster. Und zwar ein Boss. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es halt Ganon ist. Dementsprechend werde ich jetzt mal ganz kurz ins Schloss gehen. Ich werde vielleicht auch nochmal speichern. Sichern und beenden. Weitermachen. Ja, sichern und beenden. Laden. Ja, toll. Sind wir wieder hier? Das ist natürlich doof. Ist übrigens immer so, wenn ich das Spiel ausmache, dass wir hier wieder landen. So, ich gehe mal ganz kurz gucken. Ob wir denn, wenn wir einfach nur Ganon angucken, ob wir ihn dann in der Monsterliste haben. Ist möglich, grundsätzlich. Kann auch sein, dass wir hier ein bisschen Überlänge-Part machen. Oder müssen wir vielleicht Ganon killen und dann nochmal zurückkehren und haben wir dann nicht alles... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben doch von jedem... Wir haben doch auch die Ritter alle gekillt, ne? Oder? Die Ritter haben wir auch alle gekillt? Ja. Oh mal klar. Klar haben wir die Ritter alle gekillt. Es fehlt ja nur noch ein Boss, den wir noch nicht geklatscht haben. Okay, ich gucke mir mal Ganon ganz kurz an. Gucken wir, ob er dann in der Monsterliste ist. Letzter Level, Schloss Hyrule. Pow, let's go. Hi Ganon. Bist du in der Monsterliste jetzt? Wir müssen erst killen, ne? Nicht doch einfach den hier machen? Baba.
Auf jeden Fall kein Problem, der Bosskampf, merke ich jetzt schon. Wenn man genug Tränke dabei hat, kein Problem. Du hast das Triforce gefunden! Als Link das Triforce berührte, verschwand auch alle Monster und Frieden zog ein. Dann fasste Prinzessin Zelda einen mutigen Entschluss. Sie berührte kreisend das Triforce und wünschte sich etwas. Das Triforce hat schon genug Probleme im Königreich verursacht. Früher oder später wird erneut ein Bösewicht das Triforce finden. Im gleichen Moment, als die Prinzessin die Reliquie berührte, verschwand dieses für immer von Hyrule. Seit diesem Tag an lebten die Bewohner von Hyrule in Frieden, ohne Angst vor einem neuen Unheil. Deshalb ist die Geschichte von Zelda, dem Triforce und dem goldenen Land Hyrule hiermit beendet. Das Schwert Excalibur gilt als sicher verwahrt, irgendwo an einem geheimen Ort und ist Links jüngstes Beutestück. Beutestück? Was? Herzfragmente, 35 von 36. Ne, ich habe nicht alle bekommen. Titel Zelda-Meister, Todesmutiger. Du hast die Aufgabe zu 99,99% erfüllt. Gratuliere. Bin ich nicht zufrieden mit. Laden. Aber haben wir jetzt Ganon noch mit drinne? Jetzt haben wir Ganon mit drinne. Jetzt ist meine Frage. Kann ich mir jetzt das letzte Herzteil noch holen? Oder ist es doch noch irgendwo versteckt? Dann würde ich noch mal kurz gucken gehen, wo es denn sein könnte. Das ist jetzt halt die letzte Frage, die ich habe. Hallo? Ich kann das nicht fassen. Dir gelang es, alle Monsterarten zu besiegen. Gratulation, Link. Toll. Toll, toll, toll. Okay, mir fehlt immer noch ein Herzteil. Leute, ich werde nochmal kurz auskundschaften, wo das letzte Herzteil denn ist. Und dann machen wir halt nochmal Ganon platt, ne? So ist das halt. Okay. Bis gleich. So, Leute. Und damit habe ich das letzte Herzteil gefunden. Es war einfach mitten in der Wüste. Es lag hier einfach mitten in der Wüste rum. Ach, toll. Deine Herzanzahl hat sich gerade erhöht. Und damit haben wir volle Herzanzahl. Und ich würde mir jetzt nochmal kurz ein paar Tränke holen. Und dann machen wir Boss nochmal. Dann machen wir Ganon einfach nochmal, damit wir auch den letzten Titel bekommen, ne? Das mache ich jetzt nochmal schnell. Dann haben wir zwar übelst einen Überlänge-Part gemacht, aber ich möchte gerne noch, dass wir zumindest das Spiel zu 100% durchgespielt haben. Das hätte ich wirklich sehr, sehr gerne mit drinne. So. Deswegen gib mal hier nochmal zwei Tränke her, mein Guter. So, da. Und dann gehen wir nochmal zum Schloss. Ballern Ganon nochmal schnell weg. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Let's go. Letzter Level. Ba, 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 ba. Da-dum, da-dum. Letzter Level. Wir holen uns nochmal unseren Bogen. Und dann geht's los. Oh oh. Und da brauchen wir schon unseren ersten Trank. Der nächste. Bam, du hast das Triforce gefunden. So, das kennen wir jetzt schon. Und damit haben wir Erbsenzähler, Titel, das ist wahrscheinlich das, was zu 100% erfüllt haben. Genau, du hast die Aufgaben zu 100% erfüllt. Gratuliere! Bam! So, dann können wir uns mal ganz kurz angucken. Rekorde. Erbsenzähler, ultimativer Held. Hyrule gerettet, ohne jemals zu sterben. Kein Schild genommen. Oh, höchstens 10 Leben besitzend. Mit keiner Fee gesprochen und keine Flasche gekauft. Alter, ultimativ. Und Supersprinter. In weniger als 2 Stunden. Okay, aber das ist was, das ist nichts für mich. Also das hier ist ja ultra schwer, diesen Titel zu erhalten.
Das würde vielleicht noch gerade so gehen irgendwie, aber trotzdem mega schwer. Okay Leute, damit ist dieses Projekt zu Ende. Schreibt doch gerne nochmal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat. Ihr könnt gerne auch in den Informationsbereich unten im Video auf den Link klicken und die Entwickler unterstützen, indem ihr auch dieses Spiel runterladet und auch die anderen Spiele spielt, die diese Entwickler entwickelt haben. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr von diesen Spielen spielen, die diese Entwickler entwickelt haben. Oh mein Gott, was für ein Mundkäse ich hier geredet habe gerade. Okay, ich bedanke mich für dieses wunderschöne Let's Play und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaltet wieder ein zum nächsten Projekt von mir, dem Zelda-Jungen. Auf Wiedersehen und tschüss.